So, hallo, der Heimwerker wieder mal. Ich habe für unsere Fahrräder jetzt so eine Wandhalterung bestellt, die bei uns drin war. Und die bestellt, die kam hier an. Das ist alles soweit so gut, alles in Ordnung gewesen. Das ist der Zubehör. Da sind hier Schwerlastdübel sogar dabei. Vier Stück. Und normale Plastikdübel und die dazugehörigen Schrauben. Und dann wie der obligatorische Imbusschlüssel. Na, also wie man das von einem gewissen Möbelhaus auch kennt und weiß. Jo. Da ist so ein Gurt dabei. Es erschließt sich mir nicht, für was der sein soll in der Bedienungsanleitung oder Aufbauanleitung. Taucht der überhaupt nicht auf. Und bei dem Video, der Verkäufer da reingestellt hat, taucht dieses auch nicht auf. Ich gehe mal davon aus, dass das zur Extrasicherung, wenn das Fahrrad hier drin hängt, dass man das hier irgendwie drum macht, dass das nicht doch rausspringt aus der Halterung, dass man nochmal zusätzliche Sicherung ist. Was anderes kann ich mir da nicht denken, weil hier, wie gesagt, nichts drin steht. Und was natürlich auch wieder sehr lustig ist, hier ist wieder alles auf Englisch, zwei Seiten. Einmal ist gezeigt, wie es mit den Dübeln festgemacht wird, also mit diesen Plastikdübeln. Und andere Seite ist das mit den Schwerlastdübeln festgemacht wird und auch zusammengebaut wird. Ja, so viel dazu. Also wie gesagt, wieder mal alles in Englisch, finde ich sehr, sehr lustig, aber okay. Wenn ihr meint, das muss so sein, ist das auch in Ordnung. So, ja, wie gesagt, jetzt zu dieser Fahrradhalterung-Aufnahme. Ja, das haben sie natürlich jetzt auch ein bisschen doof gemacht. Und zwar ist mir das hier schon kaputt gegangen beim Festziehen der Schraube. Man muss ja diese Schrauben auch richtig schön festmachen, die beiden. Damit schraubt man jetzt diese Gabel an den Träger fest. So, jetzt habe ich die Schraube richtig festgeschraubt, richtig fest angedreht. Was ist passiert? Der Gummi hat sich weggedreht und hat sich gelöst und es hängt jetzt hier ein Teil unter der Schraube und ein anderer Teil steht vor der Schraube. Also, das ist ein bisschen sehr blöd gemacht. Ich werde wahrscheinlich den Cuttermesser nehmen und das ausschneiden. Weil wenn ich diese taucht wahrscheinlich in irgendeine Gummimasse. Na, ist die Gabel, die taucht worden. So, dann habe ich aber hier, dann hätten sie das aber auslassen sollen. Weil wenn ich da mit der normalen Schraube rangehe, ist doch klar, dass sich das wegdreht und wegquetscht. Na, also das ist schon mal dann relativ, ja, ungeschickt gemacht, sage ich mal. Das werde ich hier, wie gesagt, ändern, indem ich hier mit dem Cuttermesser wegschneide und dann ist das gut. Ansonsten ist es das gut, dass sie das getaucht haben. Der Gummi ist sehr gut, kann nichts abrutschen, gar nichts. Das ist schon mal gut, sehr, merkt man auch sehr, sehr griffig. Der Haken da für alle, die nicht bewandert sind mit sowas. Dieser Haken, der steht nach oben. Der ist nicht irgendwie zur Sicherung für die Gabel, sondern den muss man hier nach unten drehen und da hängt man, kann man den Helm dran hängen. Man kann, man muss nicht. Das taucht, wie gesagt, auch nicht nirgendwo auf, wozu der ist. Dieser zusätzliche Haken hier dran, das ist hier nicht ersichtlich. Hier nicht. Und in dem Video auch nicht. Also da ist nur der Haken zu sehen, dass er nach unten steht. Ist klar, lösen, nach unten drehen, feststellen, fertig. Aber das ist meiner Ansicht nach dafür da, dass der Helm, dass man den Helm da anhängt. So, dann ist das alles ein bisschen sehr, sehr knapp gemacht. Die ist zum Wegklappen. Laut Video soll die so sein. Also ist hier ein Langloch drin. So, jetzt muss ich die aber, wenn ich die jetzt hochklappe, bleibe ich hier automatisch, obwohl ich hier nach oben bin, bleibe ich automatisch, wenn man das sieht, da hängen. Na, das ist, da muss man dann schon mit ein bisschen mit Gewalt und dann habe ich es frei. Wenn Sie sehen, na, hier ist ein Langloch drin, ist klar. So, und dann schiebe ich das runter und dann steht die nach oben, also hier ist die Wand, so, und dann steht die nach oben und ist weg aus dem Weg, wenn jetzt kein Fahrrad dran hängt.
So, dann kann, wenn ich das Fahrrad anhängen will, muss ich sie wieder nach vorne ziehen und runterklappen. Und da habe ich dasselbe wieder, da bleibe ich dran hängen. Also ist das hier irgendwo, ist das hier, entweder ist das Rohr zu lang oder diese Nase, diese Sicherungsnase ist einfach zu lang. Das haut so nicht hin, weil wie gesagt, ich bin hier ganz am Ende vom Langloch und wenn ich jetzt hochklappen will, ne, da muss ich schon ganz schön Gewalt anwenden. Also hier stimmt was nicht und hier werde ich wahrscheinlich was wegschleifen. Dafür, dass das so gehalten ist, da hätte ich mir ein bisschen ja, mehr Genauigkeit dann doch gewünscht von dieser Fahrradgabel, sag mal, Fahrrad zum Fahrrad aufhängen und Fahrradaufhängung für die Wand. Da hätte ich mir ein bisschen Genauigkeit gewünscht im Ganzen, bei der im Ganzen. Wie gesagt, weil erstens mal die Sicherungsnase ist da zu lang oder das Rohr an der Stelle und dann hier vorne, das was ich mit angesprochen habe, mit dem Gummi. Dann in der Beschreibung ist wieder alles nur in Englisch. Es taucht überhaupt nicht, der Gurt nicht auf. Der ist zu sehen, wenn man jetzt bestellen will, sieht man den aufgewickelt. Aber in dem Video, was die da reingestellt haben, ist nicht zu sehen, für was. Der Gurt taucht überhaupt nicht auf. Und das ist für mich wahrscheinlich, es soll eine Sicherung, zusätzliche Sicherung sein, dass das Fahrrad hier nicht aus der Gabel springt oder man aus Versehen die anhebt und es fällt dann herunter. Kann alles passieren. Ja, also das fehlt mir auch. Und somit würde ich jetzt sagen, abschließend sage ich jetzt zu der Halterung, Fahrradaufhängung, also mit den in Anführungsstrichen Mängeln würde ich sagen 3 Sterne. Das ist für mich nicht 1A. Wie gesagt, das ist hier zu lang, muss man viel Kraft aufwenden, um das um vorzuziehen und hochzuklappen. Und dann das hier, die ganze Schicht hier vorne mit dem Gummi, der sich dann da weggequetscht hat. Also, sag ich, da ist nicht richtig durchdacht. Und wie gesagt, da bleibe ich dann bei 3 Sternen bleibe ich dann einfach hängen.